Hi. Schön, dass ihr da seid. Ich finde Sekiro ziemlich kacke. Machen wir mal weiter. Ich glaube, der erste große Endboss steht vor der Tür. Ah, das wäre ein Sprung gewesen, ne? Scheiße. Nee, Sprung. Ah, fuck. Das sah ja sehr ordentlich aus, ja. Ja. Okay, das habe ich bisher. Ich habe es einmal habe ich es vermutet, dass sie das tun. Jetzt habe ich es tatsächlich gesehen. Die hauen mir irgendwie Sand ins Auge oder so. Kommen Sie bitte her. Ich habe keine Lust zu dir zu laufen.
Okay, ich bin sogar zweimal ausgewichen, aber gut. Weiß ich nicht, vielleicht die, aber eigentlich würde ich gar nichts davon benutzen. Nein, springen. Ach komm, lass mich halt saufen. So, ja, wir verlieren ja schon wieder den Fokus. Stimmt, war ja bei From Software so, dass das mal aus unerfindlichen Gründen ab und zu passiert. Hat sie auch Sand auf mich geworfen, dass ich den Fokus verloren habe? Auf sie? Oder war es einfach nur wieder ein, ich bin zu schnell für deinen... Deine Augen, deswegen fliege ich aus dem Bild raus. Sorry für den Huster. Ich wollte gerade das Reden anfangen und dann ist es mir im Hals stecken geblieben. Ich bin gerade schwer am Überlegen, was ich jetzt tue. Weil das Spiel hat mir die Lust sehr genommen. Und mir macht's keinen Spaß. Ich find's, es ist kein schönes Spiel. Es hat zu viele Fehler, die mir das Spielspaß hier verdorben haben, jetzt relativ am Anfang schon. Und zwar so früh, das hat nicht mal Dark Souls 2 geschafft. Und bei Dark Souls 2, selbst da habe ich noch mehr Bock drauf. Eigentlich hatte ich mich sehr gefreut auf Sekiro, weil ich dachte, dass es cool wird, aber es ist halt einfach ein verdammt schweres Assassin's Creed mit echt seltsamen Fehlern und Hitboxen und Zeug. Ja, schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Ob ich das hier noch weitermache, weiß ich nicht. Bin wirklich schwer am Überlegen. Komm her, ich will deine Haltung nicht brechen lassen hier.
Scheiße. Ja, ich denke, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich nochmal ein, zwei Nächte drüber schlaf und nochmal drüber nachdenke über das Spiel, vielleicht werde ich mich nochmal hinsetzen und vielleicht kommt der Spielspaß zurück. Und dann werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich musste mich aber wirklich, also... Dark Souls 2 war schon echt an manchen Stellen wirklich schwer. Also so schwer weiterzumachen. Ach, hau halt ab nach oben, genau. Langweilig. Ja. Bin am Überlegen, ob ich mir dann doch mal eher Armored Core anschaue. Vielleicht habe ich da mehr Spaß dran. Trotzdem muss ich mich irgendwie durch Sekiro durchquälen jetzt in dem Fall so, weil das gehört irgendwie mit in die Challenge rein, die ich ja selber habe. Schwer am Überlegen. Das Spiel ist auf jeden Fall overhyped. Da war glaube ich meine Haltung gebrochen in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, wann ist Sekiro rausgekommen? War das zu dem Zeitpunkt noch okay, wenn man beschissene Hitboxen hatte und sowas? Weiß ich gar nicht. Ja, Game of the Year. Ich frage mich, wie viel Geld die dafür bezahlt haben und wie viele Leute sie bestochen haben. Ja, es ist halt ein bisschen das Problem, dass es dem Hype, den es bei mir ausgelöst hat, wird es nicht gerecht. Und das macht natürlich auch eine schlechte Stimmung einfach gegenüber dem Spiel. Ich war overhyped in dem Fall vielleicht auch einfach nur, ne? Das kann natürlich auch absolut sein. Ja, ist ja gut, alte Lady.
Nein, hüpfen. Ach, scheiße. Keine Ahnung, Leute, das hat mir so hart die Lust genommen, diese ersten Stunden. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, ne? Das ist voll krass. Dass ein Spiel sowas hinkriegt, hätte ich nicht gedacht. Vor allem habe ich nicht damit gerechnet, dass Sekiro das macht. Weil ich ja voll Bock auf Parieren und so hatte. So im richtigen Moment die Tasten drücken. Da hatte ich voll Bock drauf und dabei einen coolen Kampf zu sehen. Das ist wirklich schade. Und dann kommen die halt auch mit so einem Text, ne? Wo einfach nicht erkennbar ist, was sie von mir wollen. Absolute Textbeschreibung hier vor dem ersten Boss, den man hier bekämpft, kommt ein Text, der vorne und hinten keinen Sinn macht in dem Moment auch, ne? Ich soll diesen Konterangriff machen, ne? Aber der bringt das in. Also. Ich habe den gerade 3-4 Mal probiert jetzt, das erste Mal. Ausweichkonter. Den Sinn habe ich jetzt nicht verstanden, was ich... Ausweichen, angreifen. Ja, und dann mache ich so ein Ding, aber... Ja, vielleicht nur bei manchen Angriffen. Und dich eher erneut stellen, wenn du... Okay, die haben mir gesagt, die ist besonders stark und ich soll was anderes machen. Das was andere, das ich machen kann, ist ein scheiß Oger, der eine Griff-Hitbox hat von Bodensee bis nach Hannover, damit man auch ja nicht ausweichen kann. Oh Gott. Dann sagt das Spiel, geh bitte dahin. Lass dich von dem doch ein paar Mal greifen und die Schlucht runterschmeißen. Weil das ist ja geil, wenn die Hitbox, die Griff-Hitbox so riesengroß ist, viel größer als seine Hände und seine Arme. Ach, schön. Dann geh doch lieber dahin. Hoppla, das wollte ich nicht. Und zu spät. Ey, Bonobo, überhaupt kein Thema. Das umso besser, wenn sich wenigstens die Leute dran, wenn ihr euch dran erfreuen könnt, dass es mir so geht, gerade. Dann freut sich wenigstens einer oder ein paar, dann freut wenigstens ihr euch heute. Dann habt ihr einen schönen Tag. Das freut mich dann schon auch wieder ein bisschen. Aber nicht, wenn ich an das Spiel denke, sondern es freut mich, wenn ihr Freude an meinem Tilt habt. Wirklich.
Das ist ernst gemeint. Aber es ist halt, ja. Bis zum Elden Ring DLC bin ich durch. Falls ich es überhaupt nochmal anfasse, nach heute. Bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal, ich mach das, ich weiß nicht, müssen mal schauen, was wir dann gleich noch machen, aber... Ich gehe jetzt mal noch den Versuch nochmal den Ogre zu verprügeln. Dich kann ich nicht treffen, oder wie? Das ist ja eine Schweinerei. Scheiße. Zu spät gecheckt, was er tut, weil das... Ach komm. Echt jetzt? Ach, das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Ach. Ja, könnt ihr mich bitte verhauen? Danke. Machen wir das anders. Besser. So ist das besser. Im Ausweichen. Ach, schön. Schön, schön, schön. Im Ausweichen gegriffen zu werden, ist auch immer wieder schön. So viel Spaß. Wieder in die Hitbox, wieder rein teleportiert worden. Schon wieder wurde ich in seinen Griff teleportiert. Ha, geil. Ach, wunderbar, schön. Super, klasse Spiel, wirklich.
Ach, Kacke. Kommt genau danach, kommt ein Griff, ne? Ärgerlich. Mist. Ach komm. Schade. Schade, schade. Das wäre es fast gewesen mit dem Oger. Das wäre es fast gewesen mit dem Oger. Den kann man bekämpfen wie in Dark Souls. Vor allem macht er ständig so ein Griffzeug. Also das ist eh besser, wenn man da ausweicht, glaube ich. Ach, come on, Mann! Nervsack! Warum habe ich eigentlich gerade nicht den zweiten Revive bekommen? Ich habe doch bei dem Ogre so ein Ding weggemacht. Ich hatte doch bei ihm so ein Pünktchen weggemacht, dann kriege ich doch meinen zweiten, dachte ich. So funktioniert das hier doch. Nee, komm mal hier rüber bitte. Wir müssen andersrum kämpfen. So rum ist gut. Nee, so war das nicht gemeint. Du sollst hier drüben stehen, während ich in Richtung die Richtung schaue. Dankeschön. Können wir bitte so kämpfen, Kollege? Jetzt müsste ich doch eigentlich einen zweiten Revive kriegen. Ja, jetzt habe ich ihn. Vorhin hatte ich ihn nicht. Dann war er vielleicht nicht voll. Keine Iframes für den Tassilo. Keine Iframes für den Tassilo. Ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel überhaupt Iframes hat. Ich glaube fast, also ich habe das Gefühl, viel, viel weniger oder gar keine. Nee, wollte ich ja anders machen, weil der mir ja jedes Mal auf den Sack geht. Man hat da eine riesige Flammending vor sich, ne? Scheiße. Wie er mir hinterher zoomt. Unglaublich.
Na, ja, geht doch. Geht doch. Geistperle. Ah, endlich kriege ich mehr Leben, Alter. Erworbene Fähigkeit, Shinobi-Medizin Rang 1. Eine latente Fähigkeit, die die Heilwirkung von Erholungsobjekten erhöht. Okay. Passt. So, jetzt kann ich auch... Jetzt sollte ich mit den Gebetsperlen... Nachtschwalbenfernrohr, ein Bambusfernrohr. Shinobi hatten gute Augen, haben gute Augen, aber mit diesem Rohr können sie noch weiter sehen. Die Nachtschwalben-Ninja dienen Ishin Ashina. Ashina. Sie bewachen die Dächer der Ashina-Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindringlingen. Nachtschwalbenaugen entgeht nicht viel. Okay. Hi. Kommen Sie her. Warum wird mir das immer noch alles angezeigt, was ich hier finde? Ich habe das doch schon alles 100 Mal aufgesammelt. Ein Kürbissamen, cool. Das ist gut, dass der mir angezeigt wurde. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden, okay. Du siehst doch schon wieder aus wie so ein Miniboss, ne? Ich habe doch gerade eben erst einen bezwungen. Warum kommt hier gleich der nächste? Oh, hi, grüß dich. Ach so. Ups. Ach, jetzt kommen hier hinter mir welche. Ach. Jetzt kommen hier hinter mir welche. Ja, lass mich mal da wieder raus hier. Lasst mich mal wieder raus hier. Alles Quatsch. Muss ja jetzt nicht drauf gehen hier. Genau. Ich will mich nämlich auffüllen. Und Körpermerkmale verbessern. Erste Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Hä, warum erzählen die mir irgendwas von den Ashina-Leuten? Ich hab mehr Leben. Nice. Ja, davon habe ich noch nicht genug. Passt. Das, der nächste kann ich eh bei 5 erst. Bei 5 lohnt sich's. Der nächste. Bei 5 Erfahrungspunkten, Stufen, lohnt es sich, wieder da reinzugucken. So, guckst du in meine Richtung oder war das hier vorhin Zufall? Hä? Wo kam der denn her, der hier stand? Stand doch einer. Ah, der wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich der. Dann warten wir mal noch einen Moment ab.
Reicht dieses bisschen Gras hier aus, dass der mich jetzt nicht sieht? Oder kommt der sogar hier rein? Oh oh. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Leute, ist gut. Ich weiß, ich habe eure Kumpels gekillt, aber ich bin weg. Erstmal abgehauen. Sicher ist sicher. Da war mir zu viel los. Oh, hi. Du stehst ja noch hier. Okay. Ach, das war wieder ein Rundumschlag. Verdammte Axt. Nee, ich will nicht gegen mehrere von euch kämpfen. Das ist immer scheiße. Hör auf, hier die Glocke zu läuten, du Sack. Oh, hi. Warte, wir haben hier noch einen Kumpel, Moment. Ich glaube, jetzt können wir beide. Nee, B. B, das war ein Stich. Nee, ein Hüpfen. Okay, ich habe Verteidigen gedrückt. Ach so, weil ich länger brauche, um hoch zu... Ah, das macht so viel aus immer, das ist so krass. Ach nee, nicht gegen zwei Mann. Ja, scheiß drauf, ey. Ohne Witz. Immer diese Horden von Gegnern, die hier unterwegs sind. Was steht hier? Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Ehrlich? Kopflose? Wo sind hier Kopflose? Und wo kann ich hier weiter? Ich kann hier nicht weiter. Warum bin ich jetzt hierher gesprungen? Ich kann nur wieder zurück, glaube ich. Ich dachte, ich komme vielleicht da drüben irgendwo hin. Ah, doch, da. Oh, weh. Irgendein Konfekt wieder. Ah, lautlos und unsichtbar. Okay. Kann ich jetzt... Ist das jetzt so gedacht, dass ich da runterspringe? Nee, oder? Das ist voll weit. Ja, anscheinend ist es so gedacht. Da oben geht es auch noch irgendwo hin, aber da komme ich nicht hoch. Was ist das hier? Was bist du? Ich
Ich kann dich nicht anvisieren. Warum darf ich dich nicht anvisieren? Ein Kopfloser. Ist da nur der? Okay. Oh, jetzt leben ja die ganzen Boys da oben wieder. Oh Mann, ey. Eigentlich sollte ich diesen General schon versuchen zu killen, aber das Problem ist halt, dass ich den nicht... Dass ich den halt nicht killen kann, wenn da irgendwelche anderen Boys unterwegs sind. Und bis dann alle anderen Boys tot sind, sollte ich schon... Dauert eine halbe Ewigkeit, bis der kommt, ne? Kann ich, glaube ich, schnell den hier. Und dann den bekämpfen. Nope. 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 Das sind schon wieder drei Leute. Was soll der Mist? Ups. Runtergefallen. Was? Eisenschrott? Eisenschrott? Was soll ich denn mit Eisenschrott? So, wo sind die nächsten Boys? Ah, guck mal, da unten ist noch so ein Schrein. Gut zu wissen. Eigentlich könnte ich den gleich aktivieren, oder? Nee. Oder? Nee, macht eigentlich keinen Unterschied. Kann ich auch einfach hinrennen. Macht definitiv keinen Unterschied an der Stelle. Kuckuck. Okay. Dreht er um oder kommt er auf mich zu oder? Jetzt hat. Upsala. Okay. Ach, da sind immer noch Jungen. Ach man, ey, da stehen immer noch welche rum. Habe ich nicht langsam genug von euch gekillt? Wow. So, jetzt vielleicht.
hüpfen. So knapp davor, noch mal eine zweite Chance zu bekommen. Ah, ärgerlich. Es ist halt voll nervig, dass man da vorher erstmal außen rumrennen muss und diese ganzen kleinen Boys killen muss, was ganz schön zeitaufwendig ist. Für so einen Zwischenboss, der mir vielleicht einen Samen gibt. Der mir vielleicht irgendwie einen Samen gibt oder so, weiß ich nicht. Oh, Samen. Stimmt, ich habe vorhin einen Samen gefunden. Ich bin doch ein Trottel. Ich laufe hier mit zwei Fläschchen rum, ne? Ja, komm, dann lass den mal. Dann lass den mal benutzen. Das macht wirklich keinen Spaß. Kommt gerade die Frage im Chat für alle auf YouTube. Weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe keinen Spaß bei der ganzen Nummer aktuell. Es ist schwierig. Also so diese Situationen jetzt. Hier in diesem kleinen Bereich. Ich habe auch mich dazu ja entschieden, das ein bisschen sneaky zu machen und so. Da macht das jetzt, das macht schon, das ist schon in Ordnung. Aber es kommt halt wieder der nächste Gegner, der einen zu großen, eine zu große Hitbox beim Griff hat. Der, ja, bei dem perfektes Blocken nicht so geil ist, weil es einfach cooler ist, wenn man den nicht perfekt blockt, warum auch immer. Wo man dann einfach solche random Sachen dann mit drin hat oder so, weiß ich nicht. Mir hat's halt echt hart die Lust genommen erstmal. Ach nee, ich will ja... Ach, muss ja erst den hier machen. Also muss nicht, aber so ist es tausendmal einfacher. Und den klopfen wir einfach aus Spaß hier oben. Also warte mal, jetzt kann ich mit genug Dampf, müsste ich den doch jetzt... Was, echt? Ah, das sind zwei von denen. Nee, nee. Hier. Schnauze da oben. Das ist jetzt doof, dass ihr da zu viert steht. Spaßless Run. Ach ja, genau. Oh, so, kommst du mir hier auch hinterher? Hätte ich kein Problem mit. Dann können wir beide hier ungestört kämpfen. Aber hier kommt er nicht hin, ne? Ich habe halt auch tatsächlich ein Steuerungsproblem aktuell. Gerade wenn ich an der Kante hängen will oder so, muss ich aktuell die Pfeiltaste, das Digipad nach oben drücken, weil ich mir das Benutzen des Gegenstandes auf X gelegt habe, wo normalerweise an Kante hängen und hochziehen ist. Aber an Kante hängen ist jetzt bei mir Digipad oben, was irgendwie doof ist.
könnte mir das natürlich auf die Pedals vom Controller das Digipad nach oben legen noch. Das wäre noch eine Idee. So, Freundchen, kommst du jetzt mal hier an, dass ich dich richtig verhauen kann? Ach, ja klar. Wie weit kannst du gucken? Siehst du das? Komm, ich würde dir gerne einen so einen Bollen abziehen. Yes, Sir! Und tschüss! Hit and Run. Guerilla-Taktiken. Oh! Aua! Junge! So, habe ich jetzt alle? Kann ich jetzt den General bekämpfen? Der hier wieder läuft der. Lol, ich kann den. Hä? Das, bei dem einen Gegner hat es nicht funktioniert. Nachdem ich ihn einen. Ach, er hat wieder beide. Ah, blöd. Das ist natürlich ungeschickt, aber macht nichts dafür jetzt. Ja, genau. Okay. Ah, ich versuche wieder. Okay. Ja, müsste drin sein. Na bitte, geht doch. Gebetsperle, jawohl. Noch eine. Ja, davon brauche ich auf jeden Fall ein paar, weil man kriegt einfach viel zu viel Schaden, ey. Was? Da war eine Eidechse. Wo, ich hab mich schon so sehr. Ich bin so sehr in Gegner reingelaufen. Und wurde so sehr vermöbelt und verprügelt. Und das Spiel hat mich gequält, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich hier eigentlich tue. Warum bin ich nochmal hier? Ist hier der junge Herr? Nee. Der war doch nicht hier. Der wurde doch mitgenommen. Wer ist hier nochmal? Warum bin ich hier? Lol. Ich bin gerade minimal verwirrt. Muss ich doch hier lang? Ist das der Weg? Du bist auf dem Weg zu ihm. Schon. Okay. Ach, wie dumm das ist, dass ich nochmal. Oh, so ein Mist. Dass ich nochmal auf Rasten drücken muss, ne? Vorhin, jetzt nicht mehr. Okay. Ich
spring mal nicht da runter, sondern guck mich hier oben um. Das da unten würde ich eh nicht schaffen. Was? Hä? Ach, hier. Ah ja, guck mal, hier komme ich hier hoch. Das habe ich vorhin von unten gesehen. Und dann darüber. Geht hier irgendwas? Nee. Na, so ein bisschen wie Lara Croft fühle ich mich auch, oder Indiana Jones. Ja, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, wo ich hier, genau jetzt hat, wo ich hier mit der Pfeiltaste, muss ich umgreifen und mit dem Daumen die... Du hässliche Kröte! Warte mal, ich habe doch Kügelchen. Ja, kann ich mal eine schlucken. Wait. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Lol. Ach, guck mal an. Göttliches Gras. Ein kleiner Teil von Ashina ist uralt. Die alte Erde der Felsen. Was vollständig wieder. Vitalität vollständig wiederherstellen. Ah. Hebe ich mir auf. Okay, hier bin ich jetzt gelandet. Ah. Witzig. So, dann sind aber die Gegner ja jetzt aktuell nicht da, weil ich nicht gerastet habe, sondern mich nur hingesetzt habe. Das ist hier in dem Spiel ja ein Unterschied. Weil hinsetzen ist nicht gleich rasten. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ach, da unten geht's noch weiter, verstehe. Da unten geht's noch weiter. Ja, dann muss ich aber... Hä? Wieso kann ich hier nicht rasten? Das ist doch die Statue, oder? Oder ist die eins höher? Nee, die ist gedacht. Das ist doch die. Ach, da ist irgendwo so ein hässlicher Salamander. Deswegen wahrscheinlich. So, danke. Jetzt hat. So, das wieder aufgefüllt. Was passiert hier? Hallo? Was passiert hier? Ist da was explodiert? Lol. Damit man nicht alles respawnen muss, um aufs Menü zuzugreifen, finde ich mega gut. Tatsächlich. Finde ich eine sehr gute Entscheidung. Fluggreifhaken, den musste ich ja nicht schon dreimal benutzen, ne? Jetzt zeigt das mir. Geht hier irgendwas? Nee. Was ist da los? Oh, was bist du denn? Holy shit! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ach du Scheiße, hier ist eine riesige Schlange. Oder bist du eine Illusion? Und ich muss dich mit Knallerbsen verscheuchen. Wo sind meine Knallerbsen? Hier, Knallsamen. Hau ab! Okay, keine Illusion, oder was? Hört sich sarkastisch an. Es tut mir leid, es liegt vielleicht an dem immer noch minimalen Angepisstsein. Ich bin vielleicht immer noch nicht
Vielleicht bin ich... Nehme ich das dem Spiel ein bisschen übel. Sag mal, Schlange, was ist jetzt hier mit uns beiden? Was soll das werden? Hast du ein Muster? Gut. Hau lieber ab. Hi, ich bin's. Lass mich doch da runter jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob die gedacht ist, um sie zu töten. Jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht kann man sie aber schon killen. Das ist auf jeden Fall ein massiges Wesen. Ganz schön böse, die Gude. Aua! Heiliger... Oh, okay. Ups. Hä? Was ist denn hier los, hey? Du kannst nicht saufen, wenn du da an der Wand stehst. Okay. Hab ich jetzt Schaden bekommen, weil ich in sie rein bin, oder was? Lol. Ah, ich kann hier nicht an der Klippe entlang. Schade. Das wäre ja zu witzig gewesen. Schlange. Schlangen riechen mit ihren Zungen. Und sehen auch mit damit, mehr oder weniger. Eigentlich müsste die mich hier gnadenlos sehen können. Aber nee. Ich kann mich einfach hier verstecken. Ich bin nicht hier. Glücklicherweise hat Wolf heute geduscht. Na, wahrscheinlich riecht er wie der Rest von der Umgebung und eben weil er nicht geduscht ist. Was ist da oben? Warum glitzert da was golden? Okay. Na gut.
Ja, Schlange. Du siehst mich nicht, ne? Nee, du siehst mich nicht. Geil. Das ist ja der Shit. Holy Shit. Und jetzt? Wow! Hei, 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 hei. Nicht hier weiterlaufen? Wo muss ich lang? Oh, shit! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nochmal hier rein, oder was? Sie wird doch nicht nochmal ihr Auge hierher strecken. Das wäre ja irgendwie dämlich. Ich stecke hier aber jetzt irgendwie fest. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie hier nochmal... Irgendwo anders muss ich jetzt hin. Aber wo? Ihr anderes Auge erwischen. Aua! Was? Holy shit! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Check's nicht ganz. Ah, guck mal hier. Okay, alles klar, verstanden. Im 57. Versuch. Wird das da mitgezählt? Ein im Senpo-Tempel gefertigtes Konfekt, gesegnet mit Akkus Schutz, erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität. Ah, okay, cool. Es ist halt einfach Assassin's Creed. Kannst mir erzählen, was du willst. Das ist ein schweres Assassin's Creed. Ich hätte die Schlange schon gerne das andere Auge auch noch ausgestochen. Du hast mitgezählt, über 3 Tage. Okay. Ja, 57 Versuche klingt jetzt nach gar nicht so viel im ersten Moment tatsächlich. Oh nee, wir haben schon wieder so einen Riesenboy. Wo ist denn hier so ein... Ich will nicht da unten durch jetzt... Ich brauche so eine Hilfe-Dings hier. Respawn. Leute, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo ein Respawn sein. Was? 10 Minuten hinlaufen? Holy shit, das ist weit. Für einen Bosskampf. Ja, dann sind 57 Versuche schon ein Weilchen, wenn du 15 Minuten brauchst pro Versuch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist dann ein bisschen was. Da komme ich nicht mehr rüber jetzt, oder wie? Ja, ihr wollt mich doch trollen. Ich habe nicht genug... Hä? Ach hier, okay, guck mal. Nice. Sehr, sehr nice. Ich finde, das ist ein relativ guter Abschluss für eine YouTube-Folge. Vielleicht finde ich ja doch
jetzt wieder den Spaß. Mal gucken. Das mit der Schlange war schon echt cool. Das hat mir gefallen, der Part gerade. Der war cool. Aber das Spiel macht es einem wirklich nicht einfach. 8 Stunden, 10 Stunden, um überhaupt in das Spiel reinzukommen. Und dann auch noch mit solchen seltsamen Situationen mit Hitboxen und so. Schwierig. Ganz schwierig. YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich muss mich nicht mehr so viel aufregen in Sekiro. Ich glaube, dann haben wir alle wieder mehr Spaß an der Sache. Haut rein. Tschüss.